Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hemschemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe und in Berlin in der Nähe von München bin ich auch noch. Es gibt nur dieses Wochenende, weil die Soulmatching App gestartet hat, in ihrer Vorphase zumindest. Mehr dazu vielleicht im Video vor diesem hier. Habe ich gedacht, ich hau meine Dating-Kurse, Dating in der Polarität für Männer und für Frauen extra für 20% günstiger raus. Nur dieses Wochenende, Code SOUL20, also Englisch Seele, SOUL20 in der Kaufabwicklung eingeben. Und genau, heute haben wir uns mal eine Mail an über so eine Affärensituation, etwas jüngere Frau diesmal. Und ich hoffe, dass ich die ohne Trigger durchkriege. So. Ansonsten, ja, tut mir leid, dass es so ein bisschen gehakt hat. Die haben hart gearbeitet, die Jungs im Serverraum. Aber das wird gerade alles neu aufgesetzt. Und da haben so ein paar Anmeldungen nicht funktioniert für die Dating-App. Und sollte aber jetzt alles wieder klappen. Haben heute Morgen nochmal alles durchgeguckt und es waren halt so viele Anmeldungen, dass der Server dann irritiert war und dachte, das ist irgendeine Attacke oder sowas. Auf jeden Fall läuft jetzt wieder alles und auch die keine Bestätigungsmail gekriegt haben, habe ich jetzt gehört, das kommt noch. Ansonsten schreibt dann support@soulmatching.de direkt. Ja, so eine Nachricht von Ratinja Lovska und sie schreibt, hallo Christian, ich befinde mich aktuell leider immer noch in einer toxischen Affäre und würde mir sehr gerne deinen Rat dazu anhören. Vor einem Jahr war ich Auszubildende in einer Firma und bin in die Abteilung des Affärenmannes gekommen. Nach ein paar Tagen haben wir gemerkt, dass zwischen uns irgendwas ist. Ich hatte ein paar Monate zuvor eine kurze Beziehung zu einem anderen Mann beendet und hatte diese zu dem Zeitpunkt schon sehr gut verarbeitet. Und war so eingestellt, dass ich überhaupt keine Lust auf Männer hatte. Naja, scheinbar war es ja doch ansprechbar. Wie es der Zufall dann so wollte, es sind keine Zufälle, das kann ich sagen, habe ich dann eben diesen Menschen auf der Arbeit kennengelernt und hatte vor allen Dingen am Anfang sehr viele Zweifel und dachte mir, dass ich mir mal nicht zu viele Hoffnung machen sollte, weil er ja eine Freundin hat. Keine Träge! Aber ihr lasst es ja nicht, ich lese das einfach immer wieder vor. Immer wieder. So. Außerdem habe ich das Gefühl, du stellst ihn so ein bisschen auf den Podest, so, ne? Hört sich mich so an. Ey. Außerdem fand ich es auch nicht ganz moralisch vertretbar, als Auszubildende etwas mit deinem Arbeitskollegen anzufangen. Naja, gut, ihr seid beide erwachsene Menschen, aber eigentlich sollte sich dein Arbeitskollege mal so ein bisschen Gedanken machen, ob er mit einer Auszubildenden was anfängt. Ist ja auch so ein bisschen kleines Machtgefälle. Gut, immer es ist menschelt, aber just saying. Den Altersunterschied empfand ich sogar als perfekt, da wir etwa 5 Jahre auseinander lagen. Ich 21, er 25. Der Kontakt wurde immer intensiver und irgendwann schrieb er mich auf Facebook an. Er schrieb mir sehr schmeichelnde Dinge und meinte irgendwann, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es noch ewig so weitergeht mit seiner Freundin. Ja, wie fleißige Zuschauer meines Kanals wissen, ist, was Menschen sagen, einfach völlig für den Arsch, interessiert gar nicht. Das könnt ihr gleich wieder weglegen. Und wenn man auf dieses Geschmeichel so stark reagiert, na, muss man mal bei sich gucken, ne? Ob man sich da zu sehr im Ego ist und naja. So, aber ist natürlich auch alles menschlich, ne? Aber ja, hinterher ist man immer ein Schlauer. So, außerdem, fucking Dreieck. Das ist, worum ich immer wieder sage, geht nicht in Dreiecke, weil da nur Scheiße bei rauskommt. Ne? Es sei denn, alle wissen davon und es ist irgendwie, weiß ich nicht, fancy, new Beziehungsform, meinetwegen, aber so, das ist echt nur Dreck, echt wirklich. Also Dreck im Sinne von, dass es nur Leid bringt und ja. Gut, er hat mir oft erzählt, dass es bei denen so schlecht läuft. Ja, soll er sich trennen. Sag ihm, ja, wenn du getrennt bist, sag Bescheid. Fertig, ist ganz easy. In dem Moment habe ich natürlich geglaubt, aber im Nachhinein, vor allem nach dem Schauen von 700 deiner Videos, sehr gut. Ich hoffe, du bist auch über Videos über Dreiecke gestolpert, zufälligerweise. War das wahrscheinlich einfach nur dahingesagt. Ich guck mal in meine Glaskugel.
Oh, haben wir sie hier? Ja. Ja, ich weiß natürlich nicht, aber ich vermute es mal. Er wollte letztes Jahr beruflich für ein Jahr in die innere Mongolei. Durch Corona hat es nicht funktioniert. Er erzählte ihm immer wieder, dass seine Freundin ihn vor ein Ultimatum stellte und er sich zwischen der inneren Mongolei und ihr entscheiden soll. Wenn das überhaupt mal alles stimmt, ist es ja leider immer so, muss ich ja immer wieder sagen. Er meinte sich, dass er, wenn er in die innere Mongolei geht, in dem Fall von ihr trennt. Ja, da er sich offensichtlich nicht getrennt hat, weißt du schon mal, dass du unwichtiger bist als die innere Mongolei, aber bei uns hätte er sich auch für dich trennen können, aber hört sich für mich wieder an nach einfach nur Gelaber und das ganze Gesülze. Ach, ich kann es nicht mehr lesen heute. Ich leide so. wäre es vermutlich, also das mit der engeren Mongolei hat natürlich nicht geklappt. Das bin ich jetzt richtig erstaunt. Ist natürlich nie eingetreten. Wäre es vermutlich so oder so nicht. Aber mein Gehirn hat sich einfach immer daran festgeklammert, dass er sich eben trennen wollte und es deswegen nicht geklappt hat. Ja, aber kann man mal sagen, wenn man sich selber anscheißt, hätte er sich auch wegen dir trennen können, vielleicht? Nur mal so gefragt. Wir haben uns am Anfang unserer Affäre, außerdem ist es doch völlig wurscht, er hat eine Freundin und er betrügt dich mit dir. Und so ist es, ne? Wir haben uns am Tag unserer Affäre jeden Tag nach der Arbeit getroffen und sind uns halt näher gekommen. Die erste Zeit war natürlich super schön, Lovebombing. Irgendwann fing das Ganze an zu bröckeln. Er wollte mich weniger sehen und ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ich war so in meiner Liebessucht drin, dass ich wirklich so auf ihn und seine Aufmerksamkeit angewiesen war und es mir ständig schlecht geht. Als Karneval letztes Jahr war, war seine Freundin in einer weit entfernten Stadt mit ihren Freundinnen und an dem Tag lud er mich in dessen gemeinsame Ausrufezeichen Wohnung ein. Ja, Ausrufezeichen, du machst aber mit, ne? Ich meine, du machst mit bei diesem Betrug. Karma is the bitch, willst du mal in einer Situation sein, dass dein Freund sowas macht? Und mit dir wird er das auch machen. Also du siehst ja, wozu er fähig ist. So, ne? Man denkt immer, das macht der mit dir nicht. Aber natürlich macht er das mit dir. Also. Auch dieses Treffen war leider wieder zu schön. Ja, klar, also das ist, was ich sage. Also man weiß es eigentlich, dass es Mist ist. Man stürzt sich da rein und denkt, kann ja nichts passieren. Aber es passiert halt super viel. Es entstehen Hormone und gerade wenn man jemanden nicht haben kann, dann geht die Fantasie durch die Decke und. Ne? Es fühlte sich so an, als wären wir seelenverwandt. So wie man es eben aus toxischen Beziehungen kennt. Ja, keine Beziehung. Fühlt sich so richtig an wie die falsche. So, muss ich nochmal die Kamera wechseln, leider. Jedenfalls ging es einige Monate so weiter und es gab immer wieder sehr starke Ups und Downs. Ich habe mich so abhängig gemacht von ihm und noch viel schlimmer, ich mache mir ständig Gedanken und ihm und er hat immer noch Hoffnung, dass er sich trennt. Tja. Guckt auf die Taten, Leute, nicht auf die. Ich kann es immer wieder sagen, ich werde das auch machen, bis ich 105 bin. Guckt auf die Taten. Es ist völlig wurscht, was jemand sagt. Und man sollte immer auch mal gucken, ob man selber vielleicht irgendwie ein Thema hat, dass man sich so nicht verfügbare Männer datet, ne? Der Zyklus lief noch ein paar Mal ab. Ende des Jahres habe ich dann meine Ausbildung zu Ende absolviert und ich habe es mit ihm auch nochmal, beendet. Wir hatten einen Monat die Null-Kontakt-Strategie und ich habe ihn auf jedem möglichen Social-Media-Account geblockt. Dann war ich wieder in der Firma, aber in einer zum Glück ganz anderen und weit entfernten Abteilung von ihm, in der ich jetzt bin, bevor mein Studium zum Glück in Nigeria anfängt. Er schrieb mich wieder an, auf so einer Unternehmensplattform. Erst war ich stark und habe mich geantwortet. Irgendwann dachte ich mir aber, oh, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn ich antworte. Dafür gibt's eine Shitlist, Modul 0. Ne? Dass man drauf guckt, wie schlimm es war. Das war total schlimm. Wie kannst du sagen, also ich weiß, wie man es kann, aber wie kann man sagen, es kann ja nichts passieren. Das ist, als wenn du sagst, ja, ich kann jetzt hier so eine Handgranate jonglieren. Was soll schon passieren? Außer, dass sie losgeht. Ne? Ja, und sie geht halt los. Ne? So, dann ging es ein paar Wochen so und dann haben wir uns wieder getroffen. Ich glaube, du wirst dich totlachen, weil es so doof von mir war. Aber ich weiß ja, wie man dazu kommt. Aber trotzdem, es ist ein Irrsinn. Ne?
Er erzählte mir, dass er bei mir zu Hause langgefahren ist und dass er sich extra bei Facebook einen zweiten Account gemacht hat, um mich quasi zu verfolgen. Ja, und nicht nur für dich, also für seine ganzen Affären, nehme ich mal an. Also, wie das halt so ist in diesen Beziehungen. Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er das sagte, weil ich mir nur so dachte, Junge, hast du eine verdammte Freundin? Hey, der hat doch, er ist doch zusammen mit seiner Freundin. Wie meinst du, wirst jetzt nicht betrogen? Sven, alle werden kreuz und quer betrogen. Du auch. Aber was willst du jetzt sagen? Willst du jetzt sagen, ja, scheiße, Mann, du machst mit, ne? Also, du kannst dich eigentlich nicht beschweren, wenn du auch betrogen wirst, ne? Er ist so. Der ist so. Also, wirst du ihn nicht ändern, ne? Es kam trotzdem zu einer gewissen Nähe. Ich muss eigentlich sagen, dass wir nie Sex hatten. Und dass ich ihn schon nach einem halben Jahr nicht mehr küssen lassen habe, weil ich das nicht möchte. Ja, trotzdem kann es emotional sehr abhängig werden. Und eigentlich gut, dass ihr keinen Sex hattet, weil, ehrlich gesagt, ob du mit dem Sex haben willst, muss man ja Angst haben, dass sich was holt. Aber ja. Aber auch ohne Sex kann man sich total abhängig machen in einer Beziehung. Das geht durchaus. Ganz komisch, er wollte natürlich Sex und ich auch, aber das konnte ich nie mit meinem Herzen vereinbaren, vor allem nicht, solange er eine Freundin hat. Gut, das finde ich gut. Naja, jedenfalls hat er mir immer erzählt, dass er ein gewisses Sexspielzeug, das wir eigentlich schon lange ausprobieren wollten, gekauft hätte. Also mich wundert das jetzt gar nicht, ich weiß nicht, jetzt glaube ich, dich wundert das jetzt gleich, aber ja, das sind eben Menschen, die nur auf Kick aus sind, ich will das jetzt auch nicht bewerten, weiß nicht, jeder, es ist einfach ein Irrsinn, dieser Planet irgendwie, aber egal, trotzdem lustig hier und abenteuerlich. Aber ja, er steht eben auf Thrill und dann steht er wahrscheinlich auf Sexspielzeug und was weiß ich noch alles. Ja, kannst dich jetzt dieser dunklen Sexualität hingeben oder du lässt es. Es ist, it's up to you, ne? Bist erwachsen. Ich glaube ihm natürlich gar nichts mehr und das habe ich ihm dementsprechend auch nicht geglaubt. Ja, ist das jetzt sowas Besonderes? Er soll sich doch trennen und nicht Sexspielzeug kaufen, oder? Bis er es dann rausholte und mir überbrachte. Ich find's eigentlich echt eklig, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt lustig fandst oder dich besonders gesehen gefühlt hast, aber Himmel! Das ist schlimm! Das ist total schlimm! Echt? Ja, ich fand diese Situation so skurril, weil er Sexspielzeug für seine Affäre gekauft hat. Das ist, weil du bist jung, das ist völlig normal, würde ich mal sagen. Aber okay. Warum kauft er es nicht für seine Freundin und sich? Warum machst du mit? Das ist völlig, also bringt echt nur was bei dir zu gucken, weil du kannst ihn nicht ändern, du kannst ihn nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst nur deine Seite angucken, so, ne? Und warum, wieso? Ja, weil er es kann, weil er scheinbar irgendwie kein schlechtes Gewissen hat, weil er offensichtlich gut organisiert ist, weil er es kann. Das ist alles, ne? Vor allem das Risiko, das er damit eingeht. Ich dachte, dass sie sein Handy des Öfteren durchschaut und wenn sie eine Bestellbestätigung von diesem Einkauf sieht und merkt, dass sie es gar nicht bei sich zu Hause haben. Glaub mir, er ist so gut sortiert, dass das nicht passieren wird. Da bin ich mir ganz sicher. Sie hat sowieso schon sehr lange vermutet, dass er sie betrügt, aber bis heute nicht rausgefunden. Ich weiß auch, dass das alles moralisch nicht vertretbar ist und dass das Karma zu mir zurückkommt. Aus irgendeinem Grund mache ich es trotzdem. Ja, Mann, du kannst das natürlich vor Ort auch nochmal mit jemandem durchsprechen, aber letzten Endes, das kann ich dir jetzt schon sagen, wird der Punkt irgendwann kommen, wo du einfach sagen musst, machst du es oder lässt du es? Kannst natürlich immer sagen, ich kann nicht, ja, dann kannst du halt nicht, ne? Aber letzten Endes, ich meine, das macht dann auch wieder schwach zu sagen, ich kann nicht, du kannst schon, es ist unangenehm, du hast Angst davor, ne? Aber letzten Endes kann man es darauf runterbrechen, entweder du bleibst oder du gehst. Und das wird dir niemand abnehmen, diese Entscheidung, ne? Die musst du für dich treffen, du kannst sagen, ja, ich möchte gern weiter diese toxische Achterbahn, Betrug, Sexspielzeug, Lügengeschichte weiterleben, weil, was weiß ich, weil, kann jetzt noch nicht mal sagen, weil der Sex so gut ist, aber weil diese Aufregung so gut ist und weil es sich deine Fantasie so, oder du sagst halt, ey, das ist alles mega toxisch. Ich meine, du bist echt jung, also sei froh, dass du
so schnell auf so Material kommst, weil ich glaube, jeder hat mal irgend so eine toxische Affäre in seinem Leben oder fast jeder. Also ist jetzt, ihr hattet noch nicht mal Sex, du bist nicht plötzlich schwanger geworden, hast dir keine Geschlechtskrankheit geholt. Also es ist nicht viel passiert bis hierhin, ne? Also es, aber trotzdem macht es natürlich was mit dir, so eine Beziehung zu führen, die dich einfach irgendwo ja scheinbar überhaupt nicht gut tut, ne? Das wäre doch eine gute Frage. Warum führst du eine Beziehung, wo du genau weißt, es ist moralisch nicht okay? Also Moral interessiert ja eh keinen, aber entspricht nicht deinen Standards eigentlich. Warum machst du das? Tut dir nicht gut? Warum machst du das? Das ist doch die Frage, ne? So. Ich weiß, dass ich aus diesem ganzen Karussell wieder herauskomme, da ich deine Kurse auch mache. Ja gut, da ist ja schon mal ganz wichtige Sachen drin. Da Modul 0, Modul 1 sollten eigentlich dich wieder weiterbringen. Es ist nur super schwer, da es auf der Arbeit halt nicht möglich ist, ihn zu blockieren. Verstehe ich. Kündigen ist momentan auch keine Option, da ich das Geld für Studium brauche. Und ich freue mich so sehr auf dieses Studium, weil ich dann endlich weg von dieser Firma bin. Deine Videos haben mir schon sehr weitergeholfen und mein Kopf hat sehr viel realisiert. Ich danke dir. Ja, ich meine, im Grunde genommen, wie so viele, weißt du eigentlich, was zu tun ist, ne? Das kriegst du von mir auch nochmal die Bestätigung. Ja, was du wahrscheinlich denkst, was du tun solltest, solltest du tun. Ja, es tut dir nicht gut. Es ist, kann sich auch gleich Drogen reinpfeffern und überlegen, ob das ein guter Lifestyle ist, kann man auch machen. Und nein, er wird sich nicht trennen. Ich will gar nicht wissen, was da womöglich noch alles ist, was du nicht weißt. Aber wie gesagt, da ihr nicht mehr Sex hattet, musst du ja auch keinen Kopf drüber machen. Und it's up to you. Bist erwachsen, triff eine erwachsene Entscheidung und steh dazu. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht morgen auf Twitch. Haben wir auch ein sehr